Dans l'immédiat, hein, nous allons passer, je dirais, aux travaux pratiques et un aperçu hein, des travaux pratiques à travers l'intervention hein, de Beata Paszkiewicza. Beata Paszkiewicza est chercheuse à la Bibliothèque nationale de Lettonie à Riga. Alors, elle est, dans son parcours, hein, elle est déjà tout à fait représentative hein, de ces étudiants hein, qui ont parcouru l'Europe. Dès l'études, hein, elle a commencé ses études en Lettonie hein, pour poursuivre ses études à Bochum en études germaniques. Elle a fait hein, un mémoire hein, de master sur les chants populaires hein, de Herda et elle a fait sa thèse à l'université de Mayence, hein, à l'antenne hein, de Germersheim, où elle a fait une thèse hein, sur la metteuse en scène hein, lettonne Asia Lasis. Dans ses relations hein, avec Bertolt Brecht et Walter Benjamin. Ce qui est encore plus remarquable, hein, c'est que nous nous connaissons hein, avec Beata. Nous avions fait hein, à Bochum, il y a quelques années, 3-4 années, nous avions fait un collège de doctorants qui voilà, nous avait permis hein, de réfléchir hein, de manière interdisciplinaire hein, sur les conditions hein, de rédaction, hein, d'élaboration et de rédaction de nos thèses. Et voilà, ce qui montre bien, hein, c'est pas hein, aux étudiants, aux doctorants hein, dans la salle hein, que je vais devoir le démontrer, hein, mais ce qui montre bien hein, que il faut hein, sortir hein, de son université, sortir des frontières, aller en mobilité, participer hein, à des partenariats stratégiques Erasmus+, pour hein, rencontrer des personnalités hein, et des chercheuses aussi exceptionnelles que Beata Paszkiewicza. Beata Paszkiewicza est donc hein, l'une hein, des maîtresses d'œuvre d'une très belle exposition hein, qui a eu lieu hein, en 2018 à la Bibliothèque nationale de Lettonie hein, sur Herda et une personnalité importante hein, dans l'émergence de l'identité nationale hein, en Livonie puis en Lettonie, hein, à savoir Barons, et je lui cède la parole. Merci. Vielen Dank, Tristan. Und vielen Dank auch an Kaspar und Vinzenz für die theoretische Umrahmung, was sozusagen die schwierige Aufgabe war an der Nationalbibliothek in Lettland, eben dieses Konzept von Herda zu zeigen. Und ich danke auch allen, die mit den Ideen sich beteiligt haben. Und vielen Dank für diese Einladung, die ich nun mit Freude bin ich gefolgt der Einladung. Und wie bereits Tristan auch sagte, die Ausstellung war im Frühjahr des vorigen Jahres. Und ich zusammen mit meinem Kollegen Paul Dyer, wir waren die Kuratoren dieser Ausstellung. Und gleich sage ich auch dazu, weil die künstlerische Seite ist ja auch sehr wichtig bei solchen Unternehmungen, also die künstlerische Gestaltung realisierten das Ehepaar, ein junges Ehepaar, die Künstler Grundstein hießen sie. Ich freue mich, dass mit vereinten Kräften auch von Gustav Strenger und Thomas Taterka auch unsere Sommerschule in Riga stattfinden konnte, und auch in der Nationalbibliothek hatten wir die Gelegenheit, sie alle hier zu sehen. Ja, hier kommt aber auf dem Bildschirm, sehe ich nichts. Hier können Sie noch einmal ja, das Gebäude der Nationalbibliothek sich in Erinnerung rufen. Und ich bedanke mich auch bei Vinzenz und Kaspar für die während der Ausstellung gemachten Bilder, die ich meiner Präsentation benutzen darf. Also Sie haben beide das fotografiert, was ich Ihnen jetzt zeigen werde. Nicht alles, aber doch einen großen Teil. Und ja, hier der Blick auch auf die Homepage der Bibliothek, die unter anderem auch viele digitale Sammlungen beherbergt,
die vielleicht auch für Sie alle von Interesse sein könnten. Also nicht nur kulturhistorisch zu der Region haben wir Sammlungen, aber zum Beispiel, wenn Sie auch irgendwelche Musik suchen als Untermalung, da können Sie gerne auch auf unserer Homepage, also solche Files auch benutzen und gerne eingeladen, diese Homepage zu besuchen. Ja, Sie müssen dann auf Resources klicken und dann auf Digital Library. Ich mache es. Jetzt zu der Ausstellung, die ich dann im Überblick darstellen werde. Es kommt es oder? Es ist ein kleines technisches Problem. Ja. Nein, erscheint nichts auf der... Eine andere PowerPoint, ich glaube, die ist zweimal offen. Mhm. Stört die genau, vorige ganz Präsentation. Ja. Ja. Genau, das ist das. Das ist das. Ja. Nochmal auf. Jetzt perfekt. So. Ja, ja, gut. Ja, also jetzt der Ausstellung. Und eigentlich war ich auch etwas überrascht über Ihre Wahl, weil Sie haben ja das Thema Herder und die Volkslieder gewählt. Und das war dann für uns die Herausforderung, eben Ihr Konzept da ins Leben zu setzen, was wir in Riga gestaltet haben. Denn Kaspar Renner hat dann die Überlegungen der Studenten in Zusammenfassung an uns geschickt. Und das war dann auch unser Ausgangspunkt. Man sollte aber auch die Interessen des lettischen Publikums wahrnehmen. Und so entstand diese thematische Umrahmung, wie Sie hier auf der Homepage wiederum sehen können. Und diese thematische Umrahmung war Herder und Barons. Also zwei Gestalten, die beide auch für Lettland und Riga selbstverständlich wichtig sind. Aber also in Betracht von dem lettischen Publikum haben wir, ohne Barons kann man in Lettland über das Volkslied nicht sprechen. Also ganz kurz Ihnen erklärt, warum auch noch diese zweite Person. Beide waren Volksliedersammler. Ja. Beide waren Volksliedersammler und beide wichtig für die Letten. Herder als erster, der das lettische Volkslied dem europäischen Publikum sozusagen vorstellte, und Baron sammelte und archivierte etwa 100 Jahre später nach Herder. Und Sie sehen also beide Gestalten hier. Auch ein Foto habe ich, also das berühmteste Foto von dem Christianis Barons. Oder also sein Name, die Herkunft ist Christian Baron, und auch den 100-Latt-Schein, also das ist das Geld, was wir vor Euro hatten. Sie sehen, dass er absolut wichtige Figur ist, wenn er schon auf dem 100-Latt-Schein erscheint. Ja, und daher, dass das lettische Publikum diesen Bart und diesen Schnurrbart erkennt, haben unsere Künstler selbstverständlich, also das war eine, ja, viele Ideen waren in der Luft, aber dann hat man sich entschieden, diesen Bart von Barons an Herder anzusetzen. Und so nehmen wir an, also alle in Lettland erkennen Baron, sie müssen sich fragen, aha, der hinter diesem Bart, das ist Herder, also, und nicht umgekehrt, wie das in Deutschland oder in Bordeaux zum Beispiel wäre. Ja, und in eurem Konzept ging es um Gedächtnis, um Archiv, um die Identitätsfrage. So wurde zu unserem Leitmotiv die Aussage Herders, ich zitiere, alle unpolizierte Völker singen und handeln, was sie handeln, singen sie und singen ab Handlung. Ihre Gesänge sind das Archiv des Volks. So diese eine der Ausgangsaussagen,
Und ja, dann begann die Arbeit. Das war eigentlich, also das Schwierigste selbstverständlich ist es, dieses Konzept, was Sie auf dem Papier hatten, dies erfahrbar zu machen, also im Medium sozusagen der Ausstellung auch sinnlich erfahrbar zu machen, zu visualisieren. Und diese Ausstellung sollte auch etwas von der studentischen Atmosphäre bekommen. In den nächsten Bildern sehen Sie und rufen Sie sich ins Gedächtnis, was daraus geworden ist. Ja, zu dem lokalen Kontext muss man sagen, Barons ist mehr bekannt als Herder und Barons ist eine Art auch nationales Heiligtum, das einmalig dasteht und nicht im Vergleich. Barons etwas von dem Sockel zu reißen, auch unernste künstlerische Gestaltung, war eine Herausforderung für das Publikum. Hier sehen Sie das Herder-Denkmal und jetzt auch die, also hinter dem der Büste, Herder-Büste, die war in Originalgröße, wie sie in Riga an der an dem Dom steht. Genauso eine solche haben wir in die Nationalbibliothek auch zu uns gefahren. Und da hinten ist dann Beschreibung über ihn. Und so steht auch Barons, auch in Riga als Denkmal, in dem Wermanis Dars oder in dem Wörmanschen Garten. Und in der Ausstellung schauen sie beide einander an. Also einer an der anderen Seite und der andere an der gegenüberliegenden Seite. Auch Originalgröße, hier mussten wir auch noch Autorenrecht zahlen, weil also es gibt das Autorenrecht hier auf dieses Denkmal. Ja, und hier einfach, also da, damit auch das für das Publikum etwas klarer wird, auch die Zeitskala, also worum es geht, zeitlich von 1764, wie Kaspar eben erwähnt hat, als Herder nach Riga kommt, bis zu dem Erscheinen von den vielen Bänden von lettischen Volksliedern von Christianis Barons 1894. Hier der Gesamtblick auf die Ausstellung, so hat sie ausgesehen. Ja, und immer wurden wir auch gefragt, also warum stehen Sie so blau beide da? Wir hatten da mehrere Konzepte parat, also die, die wir dann beantworten wollten. Aber eigentlich ist das die Wahl der Künstler gewesen und also lassen wir das im Geheimnis bleiben, warum die Farbe blau. es ging um die Verteilung sozusagen um die Handlung. Die Verben waren die wichtigsten, das war ein handlungsorientiertes Konzept bei uns und deshalb die erste Station hören. Insgesamt gab es dann 6 Stationen und die wir dann durchgehen werden. Ups. Ja, die erste Station und von, wie gesagt, von 1764 bis 69 war Herder in Riga, er hört die Lieder singen. Es gibt keinen direkten Beleg, wie bereits auch von Kaspar erwähnt wurde und auch Matić Bojko ist dem nachgegangen. Aber Herder sagt ja später selber, ich zitiere, wissen Sie also, dass ich selbst Gelegenheit gehabt, lebendige Reste dieses alten, wilden Gesangs, Rhythmus, Tanzes unter lebenden Völkern zu sehen. Ja, und hier unsere erste Station, die Hörinsel. Die Hörinsel, das war eine Kuppel, da konnte man unter die Kuppel sich stellen und was hören. Hier ein lebendiges Publikumsexemplar in der Hörinsel hört und betrachtet. Ein Volkslied in einer alten Vortragsmanier. Es gibt ja keine Aufnahmen aus dem 18. Jahrhundert vom Johannesfest eventuell am Jegelsee, also von dem erwähnten See bei Riga.
Und hier sehen wir auf diesem Bild von Johann Christoph Brotze in der Sammlung, in seiner Sammlung Herders Bekannte von damals. Darunter, so konnte man sich stellen und hören, und was uns Martin Szbojko besorgt hat an einem, an dem musikalischen Material. Es gab also das Bild, wie das in der Brotze-Sammlung erscheint, aber wir hatten auch ein modifiziertes Bild in dieser Hörinsel mit den entsprechenden Sprechblasen, mit Zitat von einem wichtigen Volksaufklärer in Lettland, Gotthard Friedrich Stender, aus seiner lettischen Grammatik. Und der Satz geht so, der ist sehr berühmt auch, also in der lettischen Kultur: Nie wir Deutsche bei der allerschönsten Musik werden so froh sein wie die Letten bei ihren Liedern, wenn es zu saufen und zu fressen vollauf ist. Und dann erscheint noch, also dieser für Johannesfest charakteristische Refrain Ligo, Ligo, wo jedes Lied damit auch dann beschlossen wird. Die zweite Station, es ging um Vergleichen. Und hier haben wir uns überlegt, also zwei Objekte unter unserem stilisierten Schreibtisch von Herder und Barons. Sie hatten gemeinsam einen Schreibtisch in unserer Ausstellung. Und hier alles ausgehend, also aus den Zitaten, also, die das belegen können und die zu dem Konzept eventuell auch passen. Das ist also auf einem hier, in einer Vitrine ist das die griechische Dichterin Sappho, und die andere Vitrine, das, die kleinere, diese kleine Puppe, ist das litauische oder lettische, also wir haben schon von der Verwechslung auch was gehört, und sie singen beide gleich von der Liebe, also genauso nach dem Konzept von Herder. Herder schlussfolgert, dass die Lieder allgemein menschliche Themen behandeln und miteinander zu vergleichen sind. Das ist eines der für die Zeit eigentlich revolutionären Schlüsselerlebnisse für die Wertschätzung der Volkslieder. Deshalb die Dichterin und das Bauernmädchen, das sprichwörtliche sozusagen Bauernmädchen in der Nationaltracht. Ab der dritten Station agieren beide, Herder und Barons. Also man kann auf beide die Handlungen und auch die Vorgehensweise beziehen. Herder hat ja die ideologische Grundlage, wie bekannt, vorbereitet für das, was weiter folgt, also von Barons in 100 Jahren. Und hier unser Objekt, ein stilisierter Schrank für die Sammlung von Herder nach Analogie zu dem sogenannten Liederschrank oder Deinerschrank von Barons. Hier sehen Sie den originalen Deinerschrank von Barons, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, also mit den kleinen Zettelchen, wo auf diesem, jedem Zettel ist ein kleines lettisches, also ist ein Vierzeiler oder auch manchmal Zweizeiler geschrieben, also ein lettisches Volkslied. Und die nächste Station wurde Netzwerken benannt, denn ohne Kontakte zu den einheimischen Literaten kann man ja keine Sammlung erstellen. Und hier also das stilisierte Telefon, um Leute mit den Texten zusammenzurufen und im Kontakt zu sein. Das Telefon steht auf einem stilisierten Schreibtisch hier. Und wenn man dann gesammelt hat, die Kontakte aufgebaut hat, muss man eine Auswahl treffen für die Publikation. Das ist auch immer eine schwere Entscheidung, wie wir alle aus eigener Erfahrung kennen. Sowohl Herder als auch Barons haben beide selegiert.
Herders Kriterien sind bis heutzutage eigentlich ein Geheimnis noch für die Forscher. Auch wir als Kuratoren mussten ja unsere eigene Selektion treffen. Das heißt, wir konnten ja nicht alle Texte nehmen, die Herder in seiner Sammlung hatte, sondern nur einige auswählen. Und hier die präsentierten Volksliedertexte sind zu finden, sowohl bei Herder als auch in der Ausgabe von Barons. Also das ist die interessante Sache, dass man eben in 100 Jahren dann in den lettischen Volksliederausgabe das nachvollziehen kann, was Herder geschickt bekommen hat von den livländischen Literaten. Die Varianten, diese Texte sind zwar also zu vergleichen, aber es gibt doch dann, also ein Wort ist anders bei Herder als bei Barons, sie sind nicht identisch, weil sie aus mündlicher Überlieferung dann geschrieben sind, aber Barons hat ja auch alle schriftlichen Quellen benutzt, also die er benutzen konnte, aber eben diese Lieder in ihrer mündlichen Tradition fungieren ständig mit Variationen. Deshalb an dem einen Lied aus Herders Sammlung ist Herders Köpfchen und aus der Sammlung von Barons ist Barons Kopf. Zu den Handschriften muss man hinzusagen, dass alle Zettelchen aus Barons Sammlung auch nicht von Barons eigenhändig aufgeschrieben worden sind, sondern es gibt mehrere Schreiberhände. Genauso bei Herder ist es so, also dass da gibt es in seiner livländischen Sammlung kein Lied, was er aufgeschrieben hat, weil ihm wurden ja die Texte zugeschickt. Das sind andere Schreiber aus Livland. Ja, also dann Herder hat angerufen und die livländischen Literaten haben ihm Texte geschickt. Und hier bei der Station Emanzipieren ein kurzes Resümee über Herders transkulturelle Wirkung, könnte man sagen. Denn Herders Volksliederpublikation ist dann bahnbrechend für das Verständnis des Volksliedes generell und ein Same von diesem Ideengut fällt auch auf den lettischen Boden. Daraus erwächst eine exotische Pflanze mit den Worten des jungen lettischen Literaturwissenschaftlers Toms Tjensis. Er sagt folgend, also das Zitat steht da unten, man könnte sagen, dass Herder denjenigen Baum pflanzt, aus welchem Barons den Schrank für seine Volksliedersammlung anfertigen lässt. Und damit endet dann auch unsere Ausstellung. Ja, und wir gehen alle emanzipiert und ideenbereichert aus der RAS. Ich danke Ihnen. Danke für die technische Unterstützung. Ja, und hier, wenn jemand Lust hat, einen Herder und Baron mitzunehmen, dann bitte schön, lege ich dir das vor. Merci beaucoup, merci Beata pour cette ce parcours hein, à commenter à travers hein, l'exposition qui a eu lieu en 2018. Nous commençons hein, donc la discussion à propos hein, de ces contributions en attendant la présentation de Lina Lucas qui viendra un peu plus tard. Peut-être une première question, Beata, sur la réception. Ich stelle mal kurz die Frage auf. Ja, eine Frage vielleicht zur Rezeption. Diese Ausstellung hat ja in Riga stattgefunden, in der Nationalbibliothek.
Ihr habt ja sozusagen sowohl Herder und Barons ein bisschen reloaded. Wie wurde das sozusagen beim Publikum aufgenommen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin nicht die richtige Person. Sie müssen das Publikum hier hören. Also der meiste Teil war in der Ausstellung und hat die Ausstellung gesehen. Aber aus dieser organisatorischen, von der organisatorischen Seite, ich nehme an, also die Aufnahme war ganz gut. Das heißt, wir hatten etwas Presse, wir hatten Fernsehen auch an dem Morgen, als die Ausstellungseröffnung war. Das heißt, also wir hatten Medieninteresse von der Ausstellung. Ich habe selbstverständlich auch selber und also wir mit Paus Dayer, beide Kuratoren, wir haben auch kritische Anmerkungen zu unserer Arbeit, selbstverständlich. Andererseits, also wenn ich das jetzt rekonstruieren musste, damit ich Ihnen das erzählen kann, dann muss ich sagen, diese Ausstellung war doch ziemlich gut durchdacht, also aus meiner Perspektive. Es ist etwas eine Frage, ob, und das ist immer wahrscheinlich bei den Ausstellungen auch die Frage, ob sozusagen dieses Konzept bei dem Publikum ganz gut nachvollziehbar war. Und ich nehme an, also das war nicht 100% nachvollziehbar. Ich nehme an, also dass es besser ist, wenn ich Ihnen das alles jetzt erzählt habe, wie das nun gewesen ist. Also das wird dann auch klarer. Aber andererseits war die Ausstellung auch visuell, also ziemlich farbenfroh. Die Liedertexte wurden präsentiert, das heißt, also konnte jeder mit den Augen schauen, aha, das ist die Handschrift, und auch eventuell, ich nehme an, auch die Griechin und das Bauernmädchen wurde so aufgenommen, also wenn man die Erklärungstexte gelesen hat, dass man das nachvollziehen konnte. Ja, es würde mich interessieren, wie das eigentlich aufgenommen wurde in dem Aspekt, den Sie ganz kurz ansprachen, dass es ja eigentlich dieses Nationalheiligtum den Baron so ein bisschen vom Sockel gestoßen hat und gezeigt hat, dass er aufbaut auf Herder. Wurde das stark kommentiert, ich weiß nicht, in der Presse, oder haben Sie irgendwelche Reaktionen darauf bekommen, dass das ein Problem darstellte für das lettische Nationalbewusstsein, oder ist das eigentlich doch relativ gut runtergegangen in der Weile? Also keiner hat uns öffentlich beschimpft, was ist ja auch schon sehr gut. Ja, aber ich nehme an, dass wir schon auch etwas, ja, etwas an diesem Sockel, also das war auch nicht unsere Absicht, auf jeden Fall, also Barons von dem Sockel zu holen, weil er eine sehr wichtige Gestalt ist, nur in diesem sozusagen interkulturellen Kontext ihn zu setzen, glaube ich, das ist immer, also wie eine wissenschaftliche Aufgabe, also Aufgabe der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, und auch eine Aufgabe für die Darstellung der Kulturgeschichte im Kontext. Und das ist immer, nehme ich an, gesund, sagen wir so. Ja, aber wir, also von der Folklore-Stelle haben wir ja eine auch Forscherin von der Folklore-Stelle, vielleicht kann sie was sagen. Ich habe gemerkt, also dass das manchen doch nicht so richtig passte. Da schon, ja.
Ja, ich wollte vielleicht kurz sagen, ich war selbst auch bei der Ausstellung, habe sie mir angeschaut, also zusammen mit Lina Lukas, die jetzt nicht da ist. Mir schien das schon sehr eine witzige Ausstellung. Also das ist das positive Eindruck, weil du das auch angesprochen hast, ja, wie das Publikum das gesehen hat. Jetzt andererseits hatte ich den Eindruck, das Zielpublikum ist ein nicht vorinformiertes. Mhm. Würdest du das bestätigen? Da waren wir vielleicht, die jetzt von der Projektseite kamen, da nicht ganz die richtige Adressatengruppe. Das wollte ich auch nochmal fragen. Wie gelehrt oder wie vorgebildet wurde das Publikum vorgestellt? Denn meine These oder mein Eindruck war, dass es eben auch für Schüler oder für Personenkreise gedacht ist, die eben noch nicht viel weder über Herder noch über Baruch vielleicht oder gerade in der Kombination wissen oder über die Kulturgeschichte mit Sappho und so. Wenig wissen. Das, denn ansonsten, also für uns als Zielgruppe war es vor allen Dingen erfrischend, witzig, Pop-Art, also Herder und Baruch in dieser Kombination zu sehen. Und ich denke, das bringt auch was, dass man selber mal von dieser Seite betrachtet. Ja, ihr wart schon zu gelehrt für die Ausstellung. Aha, ja. Ja, nun, also wir sind ja in der Bibliothek, ist es wichtig, dass wir ein breites Publikum ansprechen. Und das war so ein Versuch, auch ein breites Publikum anzusprechen. Ja. Wobei man dazu sagen muss, also war auch mein Eindruck, hätte ich fast gerne zu dieser Frage des Vergleichs, also das litauische Mädchen und die Sappho in der Ausstellung fast gerne etwas mehr Hintergrundinformationen gehabt, weil es ist ja interessant, sich anzugucken, welche Funktion jeweils dieser Vergleich erfüllt. Also das erste Mal kommt dieser Vergleich am Ende der Vorrede zu den alten Volksliedern. Und da heißt es, ein litauisches Mädchen würde mindestens so gut dichten wie die alte Sappho. Ne? Also das ist ganz deutlich so eine antigelehrte Polemik, um so den Kanon der gelehrten Poesie auf irgendeine Art und Weise zu entrümpeln. Und dann taucht die alte Sappho gewissermaßen durch die Hintertür wieder in der Sammlung der Volkslieder von 78, 79 auf und erfüllt dann umgekehrt die Funktion, diese barbarischen Lieder gewissermaßen aufzuwerten. Ne? Und zu sagen, die Barbaren können vielleicht wenigstens genauso gut dichten wie die Sappho. Ne? Und das wäre ein fast Gesichtspunkt, da bräuchte man halt viel mehr Text. Ist schon. Genau. Ja, ich habe gehört, das ist die Maschine und da wollte ich da in die Maschine was reinsprechen. Und vielleicht, das ist gerade zu dem Stichwort. Diskursivität, ich glaube, das ist mit der Ausstellung, ich glaube, auch gelungen, dass die Fragen dann tatsächlich nicht nur diskutiert werden zu dem Phänomen des Sammelns und des Wahrnehmens und der Rezeption, sondern auch, dass mit diesen Mitteln, mit diesen Medien, die Ausstellung, die Leute zum Nachdenken gebracht werden, bewegt werden. Aber nun, wie gesagt, es ist nicht mein Hobby, aber ich greife zurück auf die Frage, also die Reaktion des Publikums. Und es war nicht meine Absicht, nicht mein Ziel, jetzt nachzuspionieren, so Stasi-mäßig nach der Meinung des Volkes zu hören, zu spüren, schnuffeln oder so. Nein, es ist einfach so, kam ein Gespräch raus mit verschiedenen Leuten aus den akademischen Kreisen und sonst. Und zunächst die Reaktion, warum das Blau? Was soll das heißen? Was ist es? Ist es was Breitmäßiges? Will man die Leute, also die Klassiker wirklich so also lächerlich machen? Also das war wirklich die Reaktion von zahlreichen Leuten. Der Gedanke war, also ich dachte, ja, tatsächlich, warum blau? Also ich kam, also irgendwie, ich nahm natürlich die Farbe blau wahr, aber ich machte gar keinen Gedanken, also nach irgendwelchen ideologischen Hintergründen, warum gerade blau oder nicht rot oder sonst. Dann das Zweite, es ist eine Art, wie man diese wichtigen Gestalten, ich würde so sagen, für die Letten, sowohl Herder als auch Barons, bedeuten so etwa wie Erinnerungsorte.
Erinnerungsorte in der Erinnerungslandschaft einer werdenden, immer noch werdenden Nation. Und nun werden sie nicht nur blau, sondern sie werden auch dämonisiert durch diese Farbendarstellung. Das heißt, sie werden zu Idolen dargestellt. Wenn wir eigentlich auf dieses Denkmal von Baron schauen, es erinnert sich tatsächlich etwas aus dem Holze Gehauenes. Und ich würde so sagen, nicht so ganz Freundliches, eher Böses, so der Donnervater, der so böse blickt auf das Volk, um es zu ordnen oder zu disziplinieren. Also das heißt, er weiß, er beobachtet und so. Und natürlich, der dritte Punkt. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wie gesagt, sowohl aus den akademischen Kreisen und sonst, die haben gesagt, ja, was soll die Kuppel? Da war zu viel zu eng. Die Distanz zu den Blasen zum Beispiel war zu kurz, um es wirklich gut zu sehen. Das heißt, also der Abstand zwischen Auge und dem Text war zu kurz, um wirklich deutlich den Text zu sehen. Vielleicht war es mit Absicht so, um diese Beobachtungsmöglichkeit zu erschweren, also mit Absicht zu erschweren. Und die Texte, das ist ja immer eine Sache des Mediums Ausstellung, mit Texten oder ohne Text, also Begleittexten. Soll man da was schreiben und erklären oder nicht? Natürlich, in diesem Falle, ohne Begleittexte kann man so eine Ausstellung nicht machen. Nun, das Publikum ist ja sehr eigenwillig, sehr bequem, manchmal, nicht immer, aber die Texte waren ziemlich lang. Und die Leute lesen die Texte, wenn überhaupt, sehr selektiv. Also das heißt, sie greifen da ein bisschen was raus, hier ein bisschen was raus und vielleicht zum dritten ein bisschen was raus. Und dann nehmen wir, ja, was wollten sie damit sagen? Und dann dieses Konzept kommt eigentlich bei diesen Leuten, die diesen einen Teil der Betrachter der Ausstellung, kommt das Konzept nicht rüber. Dieses eigentlich gelehrte, würde ich so sagen, aufklärerische Konzept, wo tatsächlich neue diskursive Aspekte in diesem Problemfeld, das Volkslied und eine werdende Nation, kommt nicht rüber und wird nicht so eigentlich so vollständig und optimal kommuniziert. Das, Entschuldigung, dass ich so lange das Wort genommen habe und so lange die Zeit verbraucht habe, aber das sind meine Eindrücke als einfach, sagen wir so, auch als Medium von den Reaktionen, Reflexionen des Publikums. Also die war ja die Frage. Und ich glaube, das ist ja immer so. Das ist die elendhafte Sache bei denen. Die Leute, die das machen, die bekommen es nicht zu hören, weil irgendwie man denkt, ja, man wollte ja die Leute, Entschuldigung, man möchte sie nicht verärgern oder beleidigen oder so. Man sagt nicht die Wahrheit, was man denkt oder was man glaubt. Man sagt nur das Schöne. Ich habe selbst Ausstellungen gemacht und ich habe diese auch bittere Erfahrung miterlebt. Was heißt, wo du dann ein bisschen so in Wolken lebst und du weißt nicht richtig, was die Leute denken, was sie eigentlich denken. Ja? Und ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Reflexion zu dem Werk, wo du eigentlich viel Zeit, viel Geist investiert hast und doch gerne wissen möchtest, ja, wie ist es geworden? Ja, Entschuldigung. Und danke für die Geduld, Damen und Herren. Ja, vielen Dank. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für die Präsentation und auch die Ausstellungsvorführung. Ich finde, so nach 3 Jahren Projekt war das eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was wir gemeinsam erarbeitet haben, was ihr gemeinsam erarbeitet habt, sowohl in den wissenschaftlichen Hinsichten als auch in der Ausstellung. Und falls das Folgeprojekt dann bewilligt werden sollte, müssen wir natürlich unbedingt das bekannteste Volkslied der Aufklärung
da auch noch integrieren, die Marseillaise und deren Wirkung und natürlich auch die schottische Aufklärung mit Volksliedern von Robert Burns und anderen. Aber es ist auf jeden Fall erweiterbar und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir da weiterarbeiten können. Jedenfalls wurde, glaube ich, deutlich, dass mit diesen transnationalen Aufklärungspraktiken in dem Fall ja auch Medienwechsel verbunden sind, auch Wechsel der sozusagen kulturellen Milieus aus dem gewährten Milieu in die Populärkultur und dann der Medienwechsel vielleicht von der Schriftkultur und diesem Philologen Herder zum gesungenen Lied. Also es hat sehr viel Potenz. Und zu der Ausstellung wollte ich sagen, also ich habe die jetzt auch die Bilder zum ersten Mal gesehen, muss ich zu meiner Schande ja eingestehen, aber die sieht wunderbar aus und ich habe auch den Eindruck, wir haben ja jetzt in Potsdam gerade dieses Jahr 200 Jahre Theodor Fontane und auch mit einer großen Ausstellung und ich glaube, die haben euer Konzept geklaut, hatte ich den Eindruck. Das wäre auch nochmal ein Transferaspekt, aber da muss man nochmal schauen. Also die haben den Fontane genauso gestaltet, wie ihr den Herder und Barons gestaltet habt, nur in einer anderen Farbe, aber sonst sieht alles genauso aus. Insofern scheint es da sowas wie Ausstellungsspionage gegeben zu haben. Es waren ja auch Potsdamer Studierende dabei, ich muss das nochmal nachvollziehen. Jedenfalls wunderbar, vielen Dank. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Achso, oder wolltest du antworten? Ja. Ja, nur vielen Dank ja, für die kritischen Worte, für die guten Worte. Andres kennt das auch sicher aus praktischen Ausstellungsdarstellungs sozusagen diesen Vorhaben, muss ich sagen, dass am Anfang die Texte viel, viel länger gewesen sind. Das ist bei jeder Ausstellung, dass man alles, absolut alles wegwerfen muss und es blutet das Herz, also um jedes Wort, das man da wegwerfen muss, weil man muss kürzen, kürzen, kürzen und kürzen, weil das ist ganz klar, also wenn man das für das Publikum präsentieren möchte, also heute liest man nicht lange Texte, man twittert. Also man musste ja vielleicht da ein Mobile oder so aufstellen, anstatt von diesem altertümlichen Telefon. Aber ja, so das nur ein kurzes Kommentar. Ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für diese großartige Ausstellung, die sicher auch ein Flaggschiff oder das Flaggschiff von unserem Projekt ist. Eine Frage zum Ausstellungsort. Also besteht denn eigentlich die Möglichkeit, die Ausstellung nochmal in einem anderen Ort aufzubauen? Eine Frage, die sich daran anschließt, wie wichtig ist der Ort? Also die Lettische Nationalbibliothek quasi direkt vor diesem Deinerschrank von Barons für das Konzept und die Wirkung der Ausstellung. Müsste man den Deinerschrank dann auch mit woanders ausstellen noch? Und wo sind die Büsten jetzt? Genau, das. Ja. Ja, die Büsten sind im Lager, also die sind, das ist nicht weggeworfen, weil also das wird dann gelagert, diese Sachen. Und ja, das ist schon ein guter Ort, die Nationalbibliothek, weil da, also die Ausstellung war im vierten Stock und im fünften Stock befindet sich ja dieser Originalschrank von Barons und die vorige Sammelstelle, das heißt, das korrespondiert ganz gut mit dem Ort. Aber um das nochmal eventuell in Lettland aufzubauen, ich glaube, also man müsste von allen meinen Kollegen, die hier sitzen, auch noch mehr Aufklärungsarbeit müssten wir, also das Reines Bicevskis macht schon alles, was er kann mit dem Herderband und also mit seinen Forschungen und auch mit seiner herausgeberischen Arbeit, nämlich dieses Bewusstsein von der sozusagen Tradiertheit von Barons, das noch mehr anzusprechen vor einem breiteren Publikum, um solche Ausstellungen ganz leicht wahrnehmbar zu machen. Vielleicht habe ich ein sehr eng lettisches Problem angesprochen, es ist mir im Moment nicht bewusst, aber also in diesem Kontext könnte das so sein.
Andererseits kann man auch irgendwo im Ausland ganz sicher auch mit Erklärungstexten eine solche Ausstellung, nehme ich an, auch aufstellen. Vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung. Ich fand das ganz witzig bei der Ausstellung, das Verhältnis auch von bestimmten nationalen Gründungsmythen und philologischer Kritik. Denn immer wieder wird kolportiert, Herder in Riga wird das Volkslied. Man fragt sich, was ist die philologische Evidenz dafür? Und die ist eben wirklich hochgradig dünn. Das ist ganz einfach der Briefwechsel über Ossian. Und dort spricht natürlich nicht Herder selbst, sondern ein fiktives Briefsubjekt, das auch durchaus kritisch hinterfragt wird. Und dieses Briefsubjekt spricht davon, dass es einen solchen alten Gesang mit seinem wilden Gange gehört habe. Von Lettisch ist da keine Rede. Und dann geht man ein bisschen weiter in dem Traditionsprozess und dann wird wie selbstverständlich interpoliert, na klar, solchen alten lettischen Gesang. Was soll das Briefsubjekt, a.k.a. Herder, sonst gemeint haben? Und in welchem Kontext wird so etwas publiziert? Herder in Riga, Abhandlungen des Herder-Instituts. Man kann sich vorstellen, das ist jetzt 1925 nicht ganz frei von kulturpolitischer Agenda. Das heißt, es geht um diese Ur- und Gründungsmythen, die einfach unglaublich hartnäckig sind und auch eigentlich resistent scheinen gegen alle Waffen und Mittel der philologischen Kritik. Und das habt ihr dann ja wiederum auf eine ganz clevere Art und Weise, finde ich, gelöst. Insofern, als dass ihr klar markiert habt, diese Urszene ist eine einigermaßen virtuelle Urszene, die sich allenfalls hypothetisch rekonstruieren lässt. Und das, finde ich, ist wunderbar auf den Punkt gebracht durch diese Hörinsel. Ne? Also da ist ganz klar markiert, es handelt sich um eine Rückprojektion. Man kann diese Urszene gewissermaßen mit Brotzebildern tapezieren, aber das ist nicht die Realität. Und also insofern finde ich die Ausstellung an dem Punkt sehr, sehr clever. Ja, Beata, ich fand diese Ausstellung auch sehr, sehr toll. Und ich dachte, dass es, wie wichtig es eigentlich ist, dass die Letzten und Essen es auch mehr verstehen, wo diese deutsch-baltische und deutsche Wurzeln sind. All diese Konzepte, was wir kennen, aber was wir nicht kennen, sind diese deutsch-baltische und deutsche Wurzeln von diesen Konzepten. Und ich dachte, dass es wäre super toll, vielleicht es noch verbinden mit Jakob Hurt, also unserer Baronsten. Und es ist, könnte man vielleicht so ein, noch eine Aufstellung in Tartu machen, wo dann Jakob Hurt auch damit irgendwie verknüpft wird. Also so ein Zukunftsvorschlag. Das wurde ja realisiert. Da kommt gleich die Tina Erika. Das ist ja der Punkt. Also das ist der nächste Punkt im Programm. Ne? Also die analoge Ausstellung in Tartu und die estnische Volkslied-Tradition. Merci beaucoup, Tina, pour cette transition formidable. Et les pratiques médiatiques du XXIe siècle m'apprennent que Lina Lucas est dans le taxi, ce qui me fait dire que nous allons faire une petite pause, aller prendre un café dans la salle qui se trouve un peu plus loin et laisser à Lina Lucas le temps de s'installer. Merci beaucoup à Beata, merci beaucoup à Kaspar et à Vincenz pour ce très beau panel introductif qui s'achèvera avec la contribution de Lina dans à peu près un quart d'heure. Merci beaucoup.